So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Afterbirth. Wir widmen uns heute... Ich überlege wirklich, mal wieder Lilith zu spielen. Ich weiß allerdings noch nicht genau, ob ich da Bock drauf habe. Warum nicht? Spielen wir Lilith? Komm, wir spielen Lilith in Greed Mode. Kein normaler Run. Nein. Basement, dann schauen wir doch mal hier rein. Was ist unser erstes Item? Das Pentagramm. Das Pentagramm. Es ist unser erstes Item. Das ist fantastisch. Dann schauen wir doch mal hier rein. Was haben wir hier? The Raw Liver. 2 Lebensupgrades. Das sind gar keine so schlechten Items. Die Schaufel. Ich weiß nicht, was ich mit der Schaufel hier drin machen soll. Es erscheint mir irgendwie recht sinnvoll, die zu kaufen. Naja. Dann würde ich mal sagen, verdoppeln und los geht's. Beziehungsweise nicht verdoppeln, einfach nur die Gegner... unsere Begleiteranzahl erhöhen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es läuft. Wir haben als erstes Item das Pentagramm gekriegt. Das ist richtig cool. Das freut mich tatsächlich. Das ist verdammt cool. Das deutet auf einen guten Run hin. Ich hoffe, das bewahrheitet sich einigermaßen. Es muss gut werden. Es sollte gut werden. Es hat... aus, weg. Boah. Es hat allen Grund, gut zu werden. So. Oh je, es wird langsam ein bisschen voll hier, habe ich so das Gefühl. Mal ganz dezent ausgedrückt. Schnell. Nein, böse. Es wird langsam etwas voll. Ich möchte gerne ein paar Gegner loswerden hiervon. Dass ich nicht getroffen wurde, ist echt ein Wunder aus meiner Sicht. Aber jetzt wird es langsam sehr voll. Und das war die letzte Runde. Hui, Glück gehabt. Glück gehabt. Wo ist denn der letzte Gegner? Da oben. Na, komm her. Sei lieb. Sehr schön. Und wir haben jede Menge Geld. Wir machen auch gleich weiter. Weil, wenn wir jetzt rausgehen, sind unsere Begleiter wieder futsch. Und das ist blöd. Wenn wir schon die Begleiter haben, muss ich die auch sinnvoll ausnutzen. Wer ist unser Boss? Ah, ist unser Boss. Beziehungsweise nicht unser Boss, sondern der Boss. Mein Boss sieht anders aus. Der spuckt keine Fliegen um sich. Denke ich. Und weiter, weiter. Ah. Oh, nee, 2 davon. Das ist ja ungünstig. Ich habe mit einem gerechnet, nicht mit 2 gleichzeitig. Was erwarte ich denn? Das ist ja... der Boss, den ich bekämpfen muss, wenn ich zu Satan möchte. Aua! Der Treffer war jetzt echt unnötig. Ich hab mir echt was Besseres auf, als von sowas getroffen zu werden. Naja, was soll's. Ein Treffer ist in Ordnung. Wir gehen zu Satan. Kriegen Guppys Pfote. Also, wir könnten Guppys Pfote mitnehmen. Seelenherzen. Okay, wir machen... Warum? Das ist... Ah, ich bin doof. Beziehungsweise jetzt haben wir uns auf Devil Deals eingeschossen. Das ist auch in Ordnung. Bedeutet, wir kriegen keine Angel Deals mehr. Das ist okay. Da ist ein blauer Stein. Ich hätte gerne den Schlüssel. Aus offensichtlichen Gründen. Um mich mal kurz hier umzuschauen. Lazarus Rex. Okay. Wie auch immer. Wir gehen mal kurz hier rein. Bereuen es jetzt schon wieder und gehe wieder raus. Mist. Gut, dann werden wir mal das hier mitnehmen. 2 Leben sind garantiert ganz gut. Hätte ich das Item mal vorher gekauft, dann hätte ich das bei Guppy und so. Ach. Egal, wir kaufen noch einen Schlüssel für die nächste Ebene. Und gehen dann mal in die nächste Ebene, würde ich mal sagen. Wir können auch direkt zu Beginn der nächsten Ebene unsere Begleiter verdoppeln bzw. erhöhen. Das ist recht schön. Aber vorher gehen wir in die anderen Räume, die da noch sind. So, Goldraum. Nee. Nicht schön. Nee, nicht schön. Das Item an sich ist cool, aber nicht für Lilith. Lilith hat ihr bestes Item eigentlich schon immer dabei. Das ist ein schönes Item. Hier ist ein Shot Speed Up, finde ich gut. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Der Würfel.
Hier ist der Würfel. Le Würfel. Wir müssen den Würfel eigentlich kaufen, um das Item drüben zu rerollen. Es würde Sinn ergeben. Dann kaufen wir noch das hier und den Rest behalten wir für die nächste Ebene. So. Ich hätte vorher verdoppeln müssen. Mist. Außerdem nicht verdoppeln, sondern nur erhöhen. Es ist schon ziemlich cool. Wie funktioniert Lilith eigentlich mit einem Vierfachschuss? Haben dann die Begleiter tatsächlich einen Vierfachschuss, der sich tatsächlich auf alle Begleiter auswirkt? Das klingt ziemlich overpowered, um das ehrlich mal zu sagen. Das klingt extrem overpowered. Ich hätte Lilith spielen sollen, als man nur zwei Aufladungen für dieses Item benötigte. Das wäre lustig gewesen. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass es ziemlich lustig war. Oh, hi. Na? Kaputt. Auch kaputt. Das Schöne ist, die denken ständig, ich greife sie nicht an. Und deswegen greifen sie mich an. Und deswegen werden sie... Wow, wow, wow. Au. Deswegen wird ihnen Schaden zugefügt, würde ich sagen. Ich hätte gerne Verfolgungstränen. Die wären tatsächlich extrem nützlich. Gerade bei dem... vielen Tränen, die ich hier rausschieße teils. Na los, zeig dich. So, was haben wir denn hier? Range Up, okay. Oh, Piep. Hatten wir dich nicht schon mal? Also in einem anderen Run, genau in der Kombination. Konstellation. Mit deinen beiden komischen Typen, die ständig irgendwelchen Mist machen. Beispiel explosive Tränen durch die Gegend schießen. Das finde ich ein bisschen unangenehm. Ich würde gerne, na, keine roten Herzen verlieren, wenn ich zu Satan gehe. Aua. Danke für den freundlichen Hinweis, dass ich keine schwarzen Herzen mehr habe. Mehr oder weniger. So, Satan, zeig her. Zwei schwarze Herzen. Na gut. Dass ich Guppys Foto gekauft habe. Wobei, wir hatten ein Guppy-Item. Wir hatten Guppy-Item. Es war doch nicht so sinnlos. Wieso sind hier eigentlich immer Gegner drin? Okay, es hat einen Vorteil. Es hat einen Vorteil. Ich krieg eine Aufladung für mein Item. Das ist gut. Aufladung fürs Item ist gut. So, jetzt kaufen wir uns den Würfel. Rerollen das hier. Weil die Schere wollen wir nicht behalten. Rerollen, kriegen dafür jetzt Moms Eyeshadow. Das ist gut. Nehmen jetzt wieder das mit. Nehmen das mit, weil Tears ab. Und jetzt. Wenn ich jetzt rerolle, bringt das was? Ernsthafte Frage, ich habe keine Ahnung. Holen uns mal kurz den hier. Das. Probier's mal kurz. Eins, zwei, nein. Wirkt sich nicht auf gekaufte Items aus. Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Sehen ein Feuerchen. Und spinnen. Gratulation, das hat sich richtig gelohnt. Gucken wir hier nach dem... Doch, wir machen das. Jawohl, was ein Glück. Was ein Pech. Naja... Man kann nicht alles rerollen. Könnte natürlich jetzt hier einfach mal sagen, hier. Und nehme das wieder mit und gehe wieder weg, weil es mir nichts bringt. Schade. Schade, schade. Nächste Ebene. Hätte anders ausgehen können. Haben wir hier. Säumel. Mhm. Und ein All Stats Up. Säumilk. Das Trinket brauche ich. Das Trinket brauche ich definitiv. Aber sowas von. Wir nehmen Säumilk mit, aber erst später. So. Und wir dürfen kein Geld mitnehmen. Hahaha, das wird lustig. Kein Geld mitzunehmen wird richtig schwer. Wobei, Säumel könnte eigentlich gar nicht mal so übel sein. Wir haben die Tränen, die die Gegner verängstigen.
Und das in der Kombination ist... Au. Gar nicht mehr so übel, wollte ich sagen. Dann laufen sie einfach in irgendeine andere Richtung oder sind verängstigt und lieben uns. Das sind ja nicht die... Die sind ja nicht einfach nur verängstigt, die sind sogar auf unserer Seite kurzfristig. Das ist eigentlich richtig gut. Das Trinket muss ich unbedingt haben. Das Trinket, aua, ist ein Must-Have, so ein bisschen. Wenn ich das kriegen kann, das würde unsere Münzen einfach so extrem vervielfachen. Hilfe. Mir fehlt irgendwie noch so das richtige Item aktuell, was mich so quasi unverwundbar macht. Okay, keine Münzen mitnehmen. Ah, das ist schwierig. Nehmen das All-Stats ab jetzt mit. Das ist mir sonst zu riskant. Ja toll, jetzt habe ich... Jetzt ist auch egal. Jetzt ist egal. Ich bin aus dem Raum rausgegangen, ich bin blöd. Egal, wir kaufen uns das hier. Ganz wichtig. Jetzt können wir alle Münzen mitnehmen. Und sie werden... Oh, vervielfacht. Dann... Das hier. Damage und Challenge Up. Es ist ein Damage Upgrade, das ist nützlich. Weiter geht's. Oh ja, das gefällt mir. Der Schaden ist gut. Ja doch, der Schaden ist wunderbar. Ein Engel? Wirklich? Der jetzt auf unserer Seite steht? Ja, der Schaden ist noch wunderbar, weil gleich wird er geviertelt. Soweit ich das weiß. Oder geachtelt sogar. Ich bin gespannt. Wir nehmen Solmik noch nicht mit. Wir nehmen Solmik erst am Ende der Ebene mit. Hoppla. Ich hoffe wirklich, dass das kein großer Fehler ist. Ich möchte Solmik mitnehmen. Allein schon wegen der Kombination. Weil wir haben 4-Shot, beziehungsweise Charming Tears, nicht 4-Shot. Ich verwechsel das immer. Was die Gegner auf unsere Seite zieht, kurzfristig, das kann sehr nützlich sein. Ich hätte Solmik vielleicht mitnehmen sollen, bevor ich mir jetzt hier... Oh, okay, es ist Krampus, vergesst es. Vielleicht kriegen wir ja die Kohle. Das wäre immer ein nützliches Item. Und wir kriegen die Kohle. Cool. Das mit Solmik zusammen ist, glaube ich, gar nicht mal so übel. Okay, dann mache ich jetzt mal das Bekloppteste, was ich machen kann. Ja, der Schaden wird ungefähr geviertelt, wenn ich das richtig sehe. Hätte ich gerne Range Up. Okay. Mal hier, jetzt nur nach unten. Wir haben 23 Münzen. Möchten wir irgendetwas haben, außer den Schlüssel? Gibt es hier Pompen? Nein. Wollen wir in den Curse Room? Ja, komm, wir gehen in den Curse Room. Und da ist nur ein Bett drin. Mist. Rerollen lohnt sich nicht, wir gehen in die nächste Ebene. Na gut. Na, ob das mal kein Fehler war. Jetzt Solmik mitzunehmen. Na, Halleluja. Wir kriegen einmal Infamy. Okay, und wir kriegen einen Lebensupgrade. Okay, wir gucken mal kurz in den Raum. Chaos. Und ein Tears Up. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, das Tears Up mitzunehmen. Wollen wir es mal machen? Komm, wir nehmen das Tears Up mit. Es hat nur unseren Schaden verringert. Toll. Ganz, ganz toll. Es hat nur unseren Schaden verringert. Tears Up ist also jetzt sinnlos. Wir brauchen kein Tears Up mehr. Gut zu wissen. Chaos wäre natürlich jetzt gar nicht mal so übel. Wir nehmen das Lebensupgrade einfach mit, sicherheitshalber, sonst fühle ich mich unwohl. So. Los geht's. Ja, es geht. Schaden ist nicht so übel, wie ich dachte. Au, da hat mich gerade Infamy geschützt, glücklicherweise. Jetzt, wenn wir noch einen Range-Up kriegen, wäre das toll.
Ranger wäre tatsächlich ziemlich nützlich jetzt. Wir kriegen einfach richtig viel Geld durch die ganzen Sachen hier. Durch die ganzen Münzen aufgrund unseres Trinkets. Das ist einfach richtig wunderschön. Aua! Also wir treffen viele Gegner, aber ob es so gut ist, wow. Könnt ihr euch nicht mal gegenseitig angreifen oder so? Was wird das denn jetzt? Ja doch, der Schaden ist gut. Der Schaden ist gut. Der sieht so wenig aus, ist aber nicht wenig. Irgendwo ist noch ein Gegner, ich sehe ihn noch nicht. Ich würde meinen Gegner, wow, schon gerne, ach der, das Ding war mein Gegner. Ich würde meinen Gegner schon echt gerne sehen. Ja, doch, der Schaden ist schön. Der Schaden ist schön. Und wir kriegen jetzt immer mehr von diesen Begleitern. Warum eigentlich? Woher? Huch. Huch. Nein. Du böses Etwas. Und direkt weiter. The Bloat. Nein. Vielleicht zweimal. Wir sind so tot. Tötet euch gegenseitig. Boah. Wir haben schon gegen Krampus gekämpft. Es kann nichts Schlimmes hier drin sein. Es ist auch nichts Schlimmes hier drin. Es ist nur Satan und liegen. Hui. Naja, okay. Ist die Frage, wollen wir Chaos haben? Was anderes hiervon ist jetzt nicht so nützlich. Ach komm, wir nehmen Chaos mit. Zeig her. So, wir kriegen immer ein paar Schlüssel und eine Karte. Ja, Question Marks. Ich weiß. Wir haben drei Schlüssel. Wir werden rerollen. Wir hoffen, dass wir irgendwas Tolles kriegen. Nö. Überhaupt nicht. Nein, ich bin nicht bereit, dafür Geld auszugeben. Wir gehen in die nächste Ebene und hoffen auf gute Items. Wir hoffen wirklich auf gute Items, weil sonst sieht das langsam etwas problematisch aus. Wände können Schaden richten, ja, aber dafür bräuchten wir einfach ein paar mehr Begleiter. Oh, ganz viele rote Herzen, okay. Und ein Cube of Meat. Nee. Nee. Cube of Meat ist gar nicht so schlecht. Der schützt mich. Und das gibt mir Leben. Das ist auch nicht so schlimm. Was haben wir denn hier? Dankeschön. Holy Mantle. Wir haben das Holy Mantle. Wir haben das Holy Mantle. Und hier sind ganz viele Angel Room Items. Bedeutet, wir könnten Seraphim erlangen, wodurch wir fliegen könnten. Vermute ich. Los geht's. Wir probieren einfach mal unser Glück. Entweder sehe ich die Tränen nicht. Ach, die sehe ich nicht, weil die treffen. Okay. Ergibt Sinn. Gibt Sinn sogar. Das Holy Mantle ist natürlich jetzt richtig lustig. Weil wir damit einfach mal gut Schaden einstecken können auch. Wenn ich einfach nur aus dem Raum rausgehe. Durch verliere ich zwar meinen Damage Boost durch die zusätzlichen Begleiter. Allerdings habe ich ein Schild. Sollte man nicht außer Acht lassen. Jetzt fühle ich mich gleich wesentlich sicherer mit dem Holy Mantle. Kann man sich vielleicht denken. Warum habe ich jetzt denn... Ach! Ah, ich kann ja den Meat Boy jetzt auch noch verdingsen und so. Der Begleiter, das zählt ja auch als Begleiter. Das heißt, ein Meat Boy, also einen Cube of Meat dabei zu haben, ist gar nicht mehr so verkehrt. Dann könnte ich den auch noch... Ah, das ergibt alles Sinn jetzt in meinem Kopf. Ich bin begeistert. Okay. Wir holen uns mal das Sworn Friend. Die kleine Krone erhöht, glaube ich, unseren Schaden irgendwie. Ja, es hat unseren Schaden verdoppelt, weil wir keinen Schaden an roten Herzen bekommen haben. Was, glaube ich, ziemlich cool ist. Wir sind allerdings nicht Seraphim. Wir sind nicht Seraphim.
War jetzt hier noch irgendwas Besonderes? Nein, das haben wir alles mitgenommen. Gut, dann probieren wir es mal weiter hier. So. Aber wir machen jetzt schon den Schaden von 4 von unseren Begleitern. Aua. Ich bin gerade über das Ding rübergelaufen, was irgendwie ziemlich blöd war. Hätte ich nicht machen müssen. Aber ich fühle mich stark. Ich fühle mich ziemlich stark aktuell. Ja, verlangsame ruhig alles, ist egal. Habe ich jetzt... Wieso habe ich jetzt meinen Damage Boost verloren? Warum ist die Krone jetzt nicht mehr aktiv? Oder wenn ich gar keinen Schaden kriege? Solange ich in einem Raum keinen Schaden kriege, ist das Ding aktiv? Das ergäbe auch Sinn. Würde ich mal kurz testen. Jetzt ist die Krone wieder aktiv. Okay. Wenn ich keinen Schaden kriege, ist das aktiv. Dann holen wir so mal The Sensor. Sind wir jetzt Seraphim? Nein. Ich will die tote Taube nicht kaufen, weil dadurch kann ich nur fliegen. Aber ich komme wahrscheinlich nicht drum herum. Naja. Okay. Meine Damage Boost ist schon extrem heftig, muss einfach mal so sagen. Wir haben jetzt den Originalschaden vom Anfang jetzt wieder. Nur mit Zäume kombiniert. Das ist schon krass. Guppy's Tail. Jo. Gib her. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo ein drittes Guppy-Item. Vielleicht. Unwahrscheinlich, aber vielleicht. Gibt es noch irgendwas, was ich hier tun könnte? Wir könnten... Moment, ich probiere es. Ja. Quicker Recharge. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Hat sich gelohnt. Doch, doch, ich bin zufrieden. Ich habe kurz nachgedacht, ob es sinnvoll war. Und ja, es war sinnvoll. Absolut. Wir sind eigentlich richtig gut ausgerüstet gerade. Ich meine, The Sensor verlangsamt alle Feinde und Tränen, die nicht von uns sind, in unserem Radius. Also in seinem Radius, beziehungsweise. The Shop. Mhm. Problem ist, wir haben jetzt nicht mehr rote, also nicht mehr volle rote Herzen. Bedeutet, die müssen wir schnellstmöglich wieder kriegen, weil sonst aktiviert sich das nicht. Und hier sind keine guten Items. Gut, dann verdoppeln wir mal unsere Begleiter. Wodurch wir 2 Sensor haben. Das ist ja cool. Boah, einfach mal 2 Sensor. Ist kein Problem. Unser Schaden ist jetzt wahrscheinlich wieder richtig, richtig mies. Aber wir haben 2 Sensor. Das ist richtig witzig. Ich frage mich immer noch, woher wir diesen Leech haben. Der unsere Gegner verfolgt und ihnen Schaden zufügt. Oh, da ist ja Greed. Lass uns doch bloß nicht von Greed treffen. Das wäre uncool. Oh, sollte vielleicht auch meine Begleiter verdoppeln. Oder erhöhen. Ich sag mal verdoppeln. Das ist kein Verdoppeln. Oh ja, oh ja. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Run. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Run. Der läuft toll. Das erstaunt mich gerade so ein bisschen. Nochmal erhöhen. Jetzt haben wir 4 Sensor. Nein, das ist nicht overpowered. Kein Stück. Ist gewollt. Ach, wie schön. Und wir haben wieder volle Herzen jetzt. Aber die Krone ist nicht aktiv. Das ist natürlich schade. Weil wir schon mal halt Leben verloren hatten wahrscheinlich. Oh, ich habe gerade meinen Holy Mantle verloren. Ich frag mich gerade wodurch. Wodurch wurde ich getroffen? Ein Rätsel. Ja, und jetzt haben wir so einen 4er Meat Boy. Das ist schon ziemlich heftig. Und Monstro ist besiegt, richtig? Ja. Noch einer? Ja, wer kommt jetzt? Trau dich, du Pin-Verschnitt. Vierer Meat Boy plus noch ein Cube of Meat um uns herum. Das ist schon ziemlich heftig. Nein. Mit deinem Laser, geh weg. Noch eine Runde. Ach, ihr seid's. Na toll. Wobei, wir haben den Sensor. Uns kann eigentlich nichts passieren. Uns kann überhaupt nichts passieren. Wir sind so sicher, dass es schon fast unverschämt ist.
Aber sowas von. Hi Satan. Ja. Guppies Head. Wir sind Guppy. Jawohl, wir sind Guppy. Wir können fliegen. Und wir machen und wir produzieren jetzt auch Fliegen. Oh, jetzt wird's richtig lustig. Jetzt wird's lustig. Wir rerollen, weil das ist absolut vorbei. Das ist die letzte Ebene. Danach kommt nichts mehr. Denke eigentlich, dass wir stark genug sind. Eigentlich sind wir stark genug. Wir werden die mal kurz sprengen. Kriegen leider kein Geld raus. Leider kein Geld. Natürlich bei Ultra Greed haben wir nicht so viele Begleiter wie jetzt gerade eben. Natürlich auch bedenken. Wobei, kriegen wir überhaupt Begleiter bei Ultra Greed aktuell? Weil aktuell sieht das nicht so aus, als würde ich das Item voll kriegen. Das wäre schlecht. Das wäre tatsächlich schlecht. Weil hier sind nirgendwo Gegner. Es sieht so aus, als würde ich das Item nicht vollkriegen. Das wäre schade. Das wäre sehr schade. Komm. Komm, gib mir irgendwie... Nein, gibt er mir nicht. Ich habe auch keine Bombe, womit ich das kaputt machen könnte. Tja, gut, dann keine Begleiter. Schade. Schade. Nächste Ebene. Warum haben wir jetzt nur noch einen 1,8-fachen Schaden? Ah, okay, hat sich wieder korrigiert. Alles klar. Aber wir produzieren Fliegen in Massen. Und wir kriegen Geld in Massen. Aber keine Aufladung für unser Item. Naja. Was wollen wir tun? Boah, die Amas, die Fliegen-Armada. Diese Fliegen-Armada. Boah, ist das heftig. Ich wünschte, wir hätten Begleiter. Vor allem dürfen wir nicht getroffen werden. Das ist das ganz Bescheuerte daran. Sonst verlieren wir unseren Schaden. Beziehungsweise wird um die Hälfte reduziert und das wäre dramatisch. Ja, die Fliegen machen jetzt nicht allzu viel Schaden, aber ihre Masse, diese Masse an Fliegen. Das ist einfach nur schade, dass ich das Item nicht einsetzen kann. Ein Super Greed ist, Ultra Greed ist ständig auf unserer Seite aufgrund der Tränen. Und macht dadurch seine eigenen Begleiter kaputt. Und das ist schön. Das ist richtig gut. Oh, die Schlüssel. Können wir die Schlüssel irgendwie zumindest ein paar zerstören, damit das nicht ganz so stressig wird. Glücklicherweise sind die alle um uns herum verlangsamt. Hoch. Hi, Schlüssel. Okay, jetzt wird es wieder interessant. Ich bin wirklich froh, dass sie um uns herum verlangsamt sind, weil sonst hätte ich damit wahrscheinlich höchstwahrscheinlich Probleme. Leben? Nee. Oh, er hängt irgendwie fest. Ich glaube, ich habe ihn vollbracht. Ah, doch nicht. Hat mich geirrt. Boah, ist der Schaden heftig. Da komme ich ja gerade überhaupt nicht drauf klar, was ich da gerade für ein Damage-Output habe. Obwohl ich Säumig habe und mein Schaden kommt bei 3,6 liegt. Das ist schon ziemlich übel. Klar, er heilt sich jetzt wieder hoch, aber das ist irgendwie unwichtig. Ich wünschte, er würde irgendwie ein paar Bomben mal beschwören. Und nicht immer nur Herzen. Das wäre cool, weil hier sind überall mögliche Geldquellen. Er möchte scheinbar nicht. Kein Geld für mich. Bedeutet auch kein Geld für dich. Denk mal drüber nach. Und wir haben gewonnen. Uhuhuhu. Ohne getroffen zu werden. Das ist eine Leistung. Und wir kriegen die Box of Friends. Das Item, was wir bereits haben. Jetzt würde ich mal kurz gucken. Ja. Es ist wirklich, wirklich schade, dass wir es nicht gemacht haben.
Nein, dadurch hätten wir, glaube ich, den Schaden nochmal verdoppelt. Weil auch doppelt so viele fliegen und so. Naja. Egal. Gesamtes Geld kurz einzahlen oder so weit wie möglich zumindest. Und dann schauen wir mal. Hoffentlich geht der Automat nicht kaputt, weil wir haben so viele Münzen aktuell. Es wäre wirklich schön, wenn ich die alle einzahlen könnte. Bisher sieht es gut aus. Meine Vermutung scheint richtig gewesen zu sein vom letzten Greedrun, wo ich vermutet habe, dass die Zahlen, die Prozentzahl, die prozentuale Wahrscheinlichkeit ist, dass der Automat kaputt geht. Und bisher sieht das echt gut aus. Frag mich nicht, warum die so gering ist. Und wir kriegen Special Shopkeepers. Was auch immer die bewirken. Ich habe keine Ahnung. Und wir haben das ganze Geld einzahlen können. Hooray! Run Ascender, er lief gut. Die Krone ist super. Und von daher, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part The Binding of Isaac Afterbirth und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.